Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Meinungsvideo. Ich weiß, ich habe schon sehr lange keine Meinungsvideos mehr gemacht. Ich glaube, ist es nicht sogar schon tatsächlich ein Jahr her, glaube ich? Oder nicht? Wann habe ich das letzte Meinungsvideo gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Video eigentlich machen sollte, weil, naja, ideenlos. Ich meine, klar, ich habe im Hintergrund noch zwei Ideen. Aber das bräuchte so, also das kann noch wirklich dauern. Weil das ist wirklich viel Arbeit, dass ich dann dort reinstecken werde in dieses Video. Deshalb kommt erstmal was Einfaches. Also wirklich so Einfaches. In diesem Video geht es um meine Meinung zu Fliegengittern. Ja, sie gehen ja, kann man sich ans Fenster hängen. Und das Gute ist dann, da kann man im Sommer das Fenster aufmachen, Tag und Nacht, ohne dass irgendwas reinfliegt. Und das finde ich sehr nice, weil seitdem ich das Fliegengitter habe, habe ich hier drin tatsächlich keine Fliegen. Aber ich habe die ganze Zeit das Fenster auf, weil und dadurch ist es jetzt so, ich habe hier drin wirklich viel frischere Luft. Weil vorher, vor dem Fliegengitter, da ich es nicht öffnen konnte, sonst immer ein Fliege hier drin oder was, oder das war eine Wespe oder sonst irgendwas, dann war es hier drin immer so steckig und wenn ich aus dem Zimmer rausging und wieder reinkam, ich bekam keine Luft mehr hier drin. Ich war auch dauerhaft eben klatschnass geschwitzt, weil ich auch, weiß ja vorhin so stinkig, so heiß und sonst irgendwas war. Jetzt ist hier drin viel bessere Luft. Und ich kann auch nachts eigentlich an sich besser schlafen. Wie gesagt, an sich. Da mein Schlafrhythmus ja eben zum Beispiel schnell kaputt geht. Das könnte sich vielleicht jetzt auch verbessern, wenn ich eben jetzt mit dem Fliegengitter nachts Fenster auf, schön entspannt schlafen gehen und ja. Also sehr praktisch und ich empfehle jeden, der Probleme hat mit Insekten und so, kann sich ein Fliegengitter hinmachen. Da kommt nichts durch. Okay, außer vielleicht die ganz kleinen Viecher, aber ich denke, die sind nicht so ein Problem. Das Problem ist meiner Meinung nach eher eben große Fliegen, weil die summen dann die ganze Zeit herum und also zum Beispiel, ich kann nicht schlafen, wenn die ganze Zeit Fliegen sind. Hier sind zum Beispiel. Wenn sie die ganze Zeit um mein Ohr herumschwirren oder sogar auf mich rumkrabbeln, dann kann ich nicht pennen. Und dann kann es auch passieren, dass dann zum Beispiel dadurch mein Schlafrhythmus kaputt geht. Oder aber tagsüber, wenn ich einfach mal lüften möchte, Fenster auf, entweder ist eine Fliege drin, gebe mir die ganze Zeit auf den Sack. Oder noch schlimmer, eine Wespe oder sogar vielleicht eine Hornisse. Und das will man einfach nicht. Deshalb, zum Glück, habe ich ein Fliegengitter jetzt. Und auf jeden Fall, das war's. Wenn ihr eine Idee habt, was für, zu was ich noch in Zukunft meine Meinung sagen kann, schreibt es in die Kommentare. Bitte beachtet allerdings, dass ich nicht meine Meinung zu politischen Themen sagen werde. Das, nein. Aber ansonsten, alles andere, ja. Es ist egal, zu irgendwelchen Marken, zu irgendwelchen Sachen, oder was auch immer. Es ist egal. Alles außerhalb politische Themen. Ich werde wirklich alles. Außer politische Themen, wie gesagt. Also das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um keine neues Video zu verpassen. Und naja, ihr könnt auch dieses Video an eure Freunde teilen. Und so weiter. Bis zum nächsten Mal.